In diesem Video zeige ich euch, was ihr bei der Zubereitung mit dem Handfilter für den optimalen Kaffeegenuss beachten solltet. Ich benutze gerne einen Metallfilter. Solltet ihr jedoch einen Papierfilter benutzen, ist es wichtig, dass ihr diesen einmal gründlich mit heißem Wasser durchspült, damit der Papierfilter die Aromen nicht absorbiert. Also am liebsten mahle ich die Bohnen immer ganz frisch direkt vor der Zubereitung meines Kaffees. Dafür nehme ich gerne, sehr gerne diese Handmühle und wiege mir 30 Gramm von dieser Hausmischung. Falls du keine Waage zur Hand hast, 30 Gramm Kaffeepulver entsprechen 5 Kaffeelots. Und das ist die Menge, die ich für 500 Milliliter Wasser nehme. Dann lege ich mal los. Ich habe meine Handmühle jetzt auf einen mittelfeinen Mahlgrad eingestellt. Ist ideal für Handfilter und Filterkaffee. Und gleichzeitig haben wir hier noch ein bisschen Training. Was ganz toll ist, hier in diesen Behälter passen genau 30 Gramm. Dann schalte ich schon mal den Wasserkocher an. Den hier kann ich wunderbar auf 96 Grad einstellen. Falls ihr so einen nicht zu Hause habt, lasst ihr das Wasser kochen und wartet dann circa eine Minute. Dann habt ihr auch die 96 Grad. Zuerst gießt ihr ungefähr ein Viertel des heißen Wassers über das Kaffeepulver, dass es komplett überdeckt ist. Und dann wartet ihr so 45 Sekunden und dann wird das restliche Wasser drüber gegossen. Auch die Wasserqualität hat natürlich Auswirkungen auf den Geschmack deines Kaffees. Ganz einfach gesagt, weiches Wasser kann den Kaffee etwas säuerlicher schmecken lassen und zu hartes Wasser flacht die feinen Aromen deines Kaffees ab. Jetzt ist der Kaffee auch schon fertig. Und da können wir uns jetzt auch schon eine Tasse eingießen und genießen. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wir haben noch mehr Videos für dich rund um das Thema Kaffee.